Abgehört, neues Soundcloud. Abgehört, du hältst mal deine Schnauze. Und damit, Freunde, endlich. Damit herzlich willkommen, Freunde, hier zurück zu World of Warcraft Battle for Azeroth hier im Part 87. Zusammen im TS mit Darius, Luca und natürlich mir, Mr. Dalaran. So, wir haben jetzt nämlich. Luca ist schon ordentlich weit, also hat mich schon überholt. So, ich nehme ein neues Gebiet an und ich nehme natürlich nicht das, was Luca jetzt angefangen hat. Sag mir bitte nicht, du hast Voldun angefangen. Nein, hab ich nicht. Na, also Suldazar. Ja. Oh, gut. Gut. Das machen wir. Ablehnend. Nein, wir fangen wohl. Nein, ich hab's jetzt angenommen. So. Quest beenden. Und dann, Freunde, würde ich sagen, was haben wir hier? Wir können hier noch was abgeben, ne? Draußen ja, drin? Hier unten, es war, glaube ich. Hier oben war noch einer irgendwo. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Der hatte irgendeine Quest oder abgeben oder so. Ja, ja, ich sehe hier irgendwo oben, ja. Ja, noch weiter oben. Hier, komm her, nein, komm her. Wene, hier. Jo, jo. Der Aufzug, der war mit dem Aufzug, genau. Ah! Und da habe ich auch. Oh, das war aber. Habe ich gerade noch so geschafft. Ah ja, Ruhestein mache ich auch gleich noch. Noch weiter oben? Ja, noch weiter oben. Lol, bei mir warst du noch nicht mal. Bei mir ist du nicht hochgefahren. Hier sind auch noch mega viele Quests, ne? So, und hier unten, dann unten in der Mitte kannst du deinen Ruhestein setzen, habe ich dann auch gemacht da. Ja, ja, das mache ich dann auch. Ja, ein paar verschiedene Quests, die wir hier machen können. Achso, und Kriegskampagne mache ich noch kurz. Genau, Freunde, wir haben ein bisschen was gemacht. Also nicht, dass ihr euch wundert. Wir haben ein bisschen hier schon angefangen. Ich bin jetzt Level 116. Kurz vor 117 sogar. Und ja, ich verkaufe hier nochmal kurz. Und hier schon ein paar von diesen. Ne, ach doch, hier ist einer. Ich hab nichts. Ne, schroddern tue ich auch noch, ja. Ja, schroddern. Genau. Achso, hier kann ich auch schon aufmachen. Eine Sekunde. Hier unten hättest du eigentlich gleich einen Stein setzen können, aber egal. Ach so. Wo? Ja, hier, da. Ich muss auch ein bisschen suchen, weil es ist ungewöhnlich, dass eigentlich der Gastwirt hier in der Mitte steht. Ach so, ja, stimmt. Gut, hab ich. Hauptstadt gesetzt. Hier ist ein Briefkasten, da kann ich auch nochmal fix rein. Wow, der Postmeister schickt mir graue Items. Also das ist ja auch mal wieder hier. MLG irgendwie. Ja, wegen der Dungeons von vorhin. Ah, ja, schön. Also die Hauptstadt ist dafür gebaut, dass wir Fallschaden kriegen, definitiv. Ja, wer hat denn schon die Wege zu nehmen schon, ne? Na, wer hat denn schon Bock, da die ganzen Wege zu gehen, wenn es doch so abgekürzt schneller geht? Im Grunde. Geht schneller, ja. Ja. So, Leute, wir verschreddern jetzt ein bisschen was. Ich sterbe, glaube ich. Damit wir dann die Items bekommen daraus. Platinerz ist am besten, weil dann kann ich da ein bisschen was herstellen von. Jetzt haben wir auch noch Leder bekommen, das packe ich aber in die Gildenbank. So, Sturmsilbererz haben wir auch bekommen. Das habe ich aus Versehen letztens verkauft. War ich nicht so schlau. Ich kann, glaube ich, gar nicht verschreddern, weil das Zeug, was ich alles habe. Alles, was du. Achso, ja, das kannst du da nicht reinpacken. Nur die neuen Items. Hast du gar nichts? Null. Wow. Du kriegst nichts zum Verschreddern so eigentlich. Warte, eigentlich kriegst ich du dann mal was. Warte kurz. Okay, ich muss ich jetzt wieder laufen oder wo ist der Flugmeister? Hier ist der ist oben, ne? Oben, ja. Ja, dann lass da nochmal hin, weil dann fliegen wir zum Hafen runter, weil ich mache noch die Kriegskampagne. Ich weiß halt nicht, ob du da auch schon was machen kannst. Wenn nicht, dann wäre blöd, dann würde ich halt erstmal hier Quest anfangen, weil da unten ist aber auch eine Quest. Und dann können wir auch direkt mal gucken, weil ich habe meine Crit-Sounds leiser gemacht. Ah ja, hier ist er, ich sehe ihn schon. Ah, fliege ich erstmal nach unten. Zum Hafen, oder? Ja, ich fliege erstmal zum Hafen. Ist schon heftig, Alter. Die verlangt einfach ein Gold, weißt du, um mich einmal kurz da runter zu fliegen. Und andere Strecken kannst du von OG, was weiß ich, wohin fliegen und zahlst irgendwie 2 Gold oder was. Immer diese teuren Geschäfte hier. So, Kamera, kann ich noch ein Stück nach vorne machen? Ja. Ich meine, ich bin fast blank. Ja. Fast blank, ich hab nur 50k. Wieso denn wohl? Ja, ich auch 40k. Ja, wieso wohl? Andere Leute denken sich jetzt auch nur, hä, hattest du nicht im letzten Part noch irgendwie 500-600k? Nein. hat er alles abgezogen. Hab ich alles verschenkt. Alles verschenkt hier. Zwinker. Afrikanische Prinzen geholfen. Ja. Zwinker, ist so. So, guck mal, hier sind auch noch Quests. Guck mal. Ah. Gimme Mohun, aha. Aber ich geh trotzdem erstmal. Ja.
Ne, ich glaube, ich mache doch erstmal Kriegskampagne. Ich schau mal, weil ich habe da zwei Missionen dann, sonst mache ich zwei neue erstmal. Und dann könnten wir questen. Ach, was meinst du? Ich hab Zeit. Was du machen Sachen, Restaurant. Ich hol mir nochmal einen neuen LG. Also Freunde, nächster Part oder übernächster Part, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Morgen zumindest, könnt ihr euch drauf freuen. Alle rekrutieren, passt. Baue ich mein LED-Licht, mein YouTube-Licht an, endlich. Oh, sogar beides bekommen. Und da natürlich nicht. So eine Scheiße. Egal, immer erst den Ruf machen, der ist wichtige. 160%, 150%. 140, ne, machen wir es so. So ist gut. 40 Ressourcen? Oh, machen wir hier noch Herz der Art so rot. Achso, recht. Ah, komm, scheiß drauf. Wir haben eh Zeit. So, hier kann ich was abgeben, ja. Meldet euch bei Captain Rezokun im Hafen von Sandala. Das ist ja hier unten. Mal schauen, was er jetzt von mir möchte. Nein, ich wusste es. Ich wusste es, dass ich runterfalle. Ja, dann mache ich dabei gerade die Quest, aber warte mal, die hier. Ich davon angenommen habe, Bene. Ups. Also die hier. Okay? Solange aber warte mal, hier ist noch eine Quest. Hä? Hä, bin ich blind? Hier ist doch eine Quest irgendwo noch. Wahrscheinlich im Schiff drinne, wahrscheinlich. Ah ja, nee, ich sollte hier nur runter. Genau, hier. Was ist hier mit dem Goblin? Ach was, ich kriege hier 600 Dings. Für was denn? Ah nee, das Riesenflöß, das ist doch Dungeon Quest. Ah ja, ich sehe schon. Also hier ist noch eine Dungeon Quest, die ich jetzt habe mit 114.000. Wollen wir sonst einfach mal einen Dungeon anmelden? Ja, lassen wir. Und zufälligen, ich war nicht einen einzigen Dungeon bis jetzt. Eigentlich sollten wir pro Tag einen machen, weil wir kriegen ja halt einmalig 100.000 pro Tag. Weißt du, und das ist dann plus ein Dungeon. Ja, mach mal, meld mal einen an. Achso, ja. Zufälliger Dungeon, ja. Ich BFA, genau. Aber ich sehe gerade, ich glaube, das ist hier auch Dungeon, oder was ist das hier? Weil da ist so ein komisches, so ein Portal. Ist das hier Dungeon, oder was ist das? Ich glaube, das ist Dungeon. Unten beim Hafen, ist das da ein Dungeon? Ja, das ist Riesenflöz. Ah ja, Riesenflöz, genau. Ja, okay, nee, das bringt mir nichts, da gehe ich wieder raus. Alleine kriege ich das eh nicht hin. Beim Schiff kriegst du ja eine Quest. Aber warte mal kurz, ey, da könnte man doch direkt... Ja, genau, die habe ich nämlich, die mit Riesenflöz dafür... Dings. Wollen wir es einfach mal aus der Gilde fragen? Jemand da, der Riesenflöts mitmacht? NHC? Das ist der hier unten. Wenn jemand nämlich da ist, dann können wir den hier direkt einladen auch. Ich sehe den nicht. Ich sehe nicht. Ah, doch, da unten. Warte, ich komm mal zu die Runde, okay? Ja, guck mal, hier krieg ich auch Insel-Expedition frei. Also langsam geht's. Oh, shit. Jetzt habe ich mich irgendwo hingeportet. Ich hoffe, das ist jetzt kein Szenario oder so. Das wäre doof. Ich sehe gerade, das ist gar nicht so schlimm. Der eine schreibt, nö, mit dir nicht. Okay, ich mute mich mal eben. Sound deaktiviert. Es ist tatsächlich ein Szenario. Gut, das brechen wir aber, Leute, ab. Ah ne, das wollte ich gar nicht abbrechen. Instanzgruppe verlassen. Das machen wir ein anderen Mal. Nicht jetzt auf jeden Fall. Sound. Ich entmute mich mal wieder. So, irgendwer hat gesagt hier, mit dir nicht? Das war Alter, sei mal froh, dass du das gewesen bist. Den hätte ich rausgeschmissen, wenn es jetzt ein Randy gewesen wäre. Weil sowas brauchen wir dann nicht. Nee, mit dir nicht, kein Bock. Nee, also gut, das bringt mir jetzt nichts. Hier ist dann die Dungeon. Wir suchen ja gerade. War auch. Ja, dann suchen wir einfach. 12 Minuten. Ja, am geilsten wäre wirklich, wenn jetzt noch jemand aus der Gilde mitkommen würde, weil dann würden wir schon mal den ersten BFA-Erfolg für die Gilde kriegen halt. Deine war gerade schon. Deine Tür. Ja. Hat er gerade geschrieben. Ja, ich könnte mitkommen. Also willst du mitkommen? Mit welchem? Ja, ich komme mal, ich locke halt kurz um. Ja, okay. Ja, wollen wir den vielleicht trotzdem mal fragen, ob der nochmal will? Keine Ahnung. Das Problem ist, warte mal kurz, wenn das nämlich kein Heiler ist, dann bringt uns das nichts. Wieso? Steht nicht drinne. Ja, weil du bist doch DD, oder nicht? Ja, warum muss ein Heiler sein? Ja, weil wir jetzt 3 DDs haben dann. Ach, ihr seid 3 DDs, ja, mach ich Tank, Alter. Ja, noch sind wir gar nichts. Es geht jetzt darum, hier ne. Bin grad TW, danach gerne. Hamster. Hamster ist, glaube ich. Der ist, glaube ich, viel, oder? Thron der Gezeiten ist der. Es geht ja schnell.
Hamza. Heal oder die. Thron der. Oder Thron der Gezeiten? Was war nochmal Thron der Gezeiten? Elementarscham ist er. Ele. Ecke. Hamza. Ele. Ele. Ele, Ele, Ele. Achso, hier Thron der Gezeiten. Achso, der war gerade hier. Dingens. Ist ja nichts hier. Ach, stimmt. Okay. Aber die dauert ja eh nicht lang, die dauert nicht so lang, ne? Nee. Dann warte mal kurz. Soll ich dann die Dungeon. Nein, nein, brauchst du nicht. Das kann er direkt mit annehmen. Müssen wir nur gucken. Ach so, nee. Kannst Tank, du abbrechen, ne? Ja, stimmt, hast recht. Brech mal ab, weil es kann auch sein, dass wir ja gar nicht in Dings reinkommen. Ja, ja. Deswegen brech mal ab. Wir können ja dann immer noch suchen. Nee, wir suchen nicht. Wir gehen dann einfach direkt hier rein halt. Du musst aber Schlachtzugschwierigkeit umstellen. Ah, nee, ist richtig. Normal, ja. Oder wir melden über dann. Nee, wir melden über Dungeon Browser einfach spezifisch an und dann klickst du nur auf. Ach, geht gar nicht. Mitsu muss auf eine höhere Stufe aufsteigen. Oh. Shit! Du kommst da gar nicht rein. Nee, mit 15, 115 muss man sein. Och, ich bin bald. Wie viel brauchst du noch bis 115? 300. 200 EP? K, wahrscheinlich 300. 200k, meinst du? Hätte ich mal lieber heute ein bisschen weiter gelevelt. Das Shit! Guck mal, ob du da reinlaufen kannst. Lauf mal da rein. Wenn du so reinkommst, dann brauchen wir ja nicht anmelden. Dann reicht es ja auch, wenn du so reinlaufen kannst. Wenn, das geht nicht. Bist du im Ladebildschirm? Ja. Okay, aber schauen wir mal, ob er reinkommt oder rausfliegt. Also bei mir ist er weg. Ja, er ist drin. Ist wirklich drin? Ja, ist weg drin. Dann machen wir das so, Alter. Dann machen wir das so. Dann können wir. Nee, bleib ruhig schon drin. Ich gehe auch schon mal rein. Brauchen wir noch einen Healer? Das ist Ele. Ich frage mal, ob wir umstritten können. Ja, ein DD geht ja noch, ne? Du bist ja Tank, sagst du. Ja. Ja, dann machen wir einen Ele. Einladen. Während der Schlachtzug sich im Kampf befindet. Hä? Ja, komm noch mal raus. Irgendwie ist das Buggy. Die sagen, dass du irgendwie im Kampf bist oder so. Ja, weil ich wahrscheinlich da drin bin. Das ist komisch. Dürfte gar nicht sein. Während sich das. Achso, er ist noch im Kampf wahrscheinlich. Ja, der ist doch noch drin im Gezeiten. Ja, sag Bescheid, wenn du durch bist. Brauchen dann nur noch Heal. Brauchen dann noch einen Heal. Ja, aber dann brauchen wir wirklich noch einen Heal so, weil sonst kommen wir ja nicht rein, weil wir können ja nicht anmelden. Naja. Ja. Ja, irgendein Heal muss schon online sein, Okay, Freunde, ich würde sagen, ohne dass ihr hier noch weiter warten müsst, wir sind dann gleich wieder da und dann hoffentlich auch in der Instanz. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir auch wieder. Alle vollzählig, kurz Klo. Alles klar? Dann sind wir gleich in der Eni. Weiß ich, war so. Und dann kurz Klo, okay. Muss groß. Kurz. So, Freunde, da sind wir jetzt. Jetzt aber wirklich. Und ich fühle mich hier wie in den 80ern, Alter, mit der Musik hier. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? Oh, da geht's schon los. Ah, die sind gar nicht so stark hier, sehe ich gerade. Schon los, Alter. Das geht eigentlich. Halt nicht mal Akku hier, Alter. Euer Hamster dreht durch, Alter. Was? Also du kannst ruhig mehr pullen, weil wir sind ja am Leveln hier, ne? Theoretisch. Ich kann dir auch gerne ein bisschen was ranziehen sonst. Was geht? Kein Problem. Ich meine, der Hamster, der regelt, glaube ich. Guck mal, sogar der Priester macht Schaden, Alter. Der hat noch nichts zu heilen hier. Denkt sich auch nur, was für eine leichte Scheiße habe ich hier. Der ist ja auch Dizzy, ne? Der macht immer Schaden. Ja, gut. Meine. Oh ne, das solltest du in der Inni lieber lassen, sonst wirst du schnell gekickt. Ja. Wenn wir jetzt keine Gildengruppe wären und du würdest random laufen, dann würdest du wahrscheinlich direkt einen Kickgrund haben. Ja, Mann. Ja. Wenn du es zum Tank ziehst, ist es was anderes, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier so mache, weißt du? Da, weil wir hier eh schon sind. Ja. Ja, das ist was anderes. So, und den unterbreche ich einmal, damit er dann zu uns kommt. Fertig. Ja, Mann. Beste das Leben, das beste Leben. Leute, merkt euch das. Zieht bloß keine von dem Tank irgendwelche Mobs weg. Sonst habt ihr ein großes Problem. So, ich mach mir mal Taure hier wieder weg, weil das geht ja gar nicht, Alter. Dieser Stier geht überhaupt nicht. Was ist denn hier diese Line, die ich hier immer bekomme? Battle for Azeru. Getötete kann im Aktionshaus verkauft und erworben werden. Ja, wenn man's braucht? Crittet das jetzt eigentlich noch, meine Sounds? Habe ich noch gar nicht gemerkt jetzt.
Scheiße, meine Crit-Sounds gehen nicht mehr. Ja, egal, ich wusste, ich hab das falsch gemacht. Verdammt. Ich würde ja auch nur genervt, Alter. Vielleicht habe ich aber auch irgendwas falsch gemacht. Ich weiß nicht. Nee, das ist alles gut, ey. Solange die nicht da sind, ist alles. Na, dann habt ihr diesen Part sogar mal Ruhe über die Crit-Sounds. Ja, alles andere geht aber noch, ne? Also alles außer Crit-Sounds, so irgendwie Holy Shit oder sowas, das kommt trotzdem noch, aber die Crit-Sounds sind ja, das hat ich auch immer so lustig, Alter. Holy Shit einfach so. Ja, Holy Shit, wenn irgendwas richtig gekrittet hat, ne? Musste halt. Musste, instant. Ja, das zeigt sogar jetzt an. Okay, ich hab Kacke gebaut, Marshalla. Wo hat und was, wo man nicht akkord, ey. Ah, super. Ja, ich hab ein bisschen was gepult. Ja, merkt man. Dezent. Ein bisschen. Ja, eine kleine Gruppe wegen meinem Drache halt. Da musst du auch aufpassen, wenn du den Drache einsetzt. Ja, dass der Drache in. Ja, genau, dass der in die Richtung fliegt, dass er nicht noch irgendwelche anderen Gruppen pullt. Das war halt mein Brain-AFK-Fehler hier. Ah, wir sind ja hier, haben ja einen Charmy dabei. Er ist so, ne, Alter, der. Es ist schon krass, Alter, was der an Damage raushaut. Ja, das ist auch relativ human, was er macht, Alter. Ja. Ne, jetzt richtig krasse Krypto, würde hier die ganze Zeit 30 km/h im AOE fahren. Ja. Was kriegen wir hier nochmal an EP? Hab ich gar nicht drauf geachtet, so pro Mob. Mal schauen gleich. Ah, komm mal her hier. Ja, den muss man erst dann, wenn der hier in das Gras. Achso. Unterbrechen geht nicht, okay. Oder ist nicht tot so schlimm. Machen. Das geht auch. 800 EP pro Mob, ja, das geht. Guck mal, wir haben hier sogar noch mehr Akku hier. Geil. Oh ja, was war das gerade, was er gecastet hat? Da dieses hat man ab Level 10 bekommen. Das erinnere ich mich sogar noch. Gott, wie hieß denn das? Muss ich gleich mal drauf achten. Sühne, genau, Sühne war das. Oh, da kommt einfach ja mal drauf, Alter. Einfach die ganze Zeit keinen Schaden gemacht und den Priester anvisiert, um zu wissen, was er castet. Ja, moin, muss los. Beste EU-Best. Best Leben, Alter. Oh. Hetz mich nicht. Bester EU-Beste, ne? Also Leute, unsere erste Gildengruppe-Dungeon hier. Und zwar zu 5, ne? Komplett Gildengruppe-Dungeon. Best in Slot. Ja, Mann, wir sind einfach reingerannt, ja? Weil unser guter Miet so einfach dieses Level hat. Aber dass du überhaupt hier reinkommst, so, ne? Das ist schon eigentlich ganz nice. Ja klar, man kann sich halt damit nicht anmelden. Kannst ja schon mal ein bisschen erklären, ob bei dem Boss gleich was zu beachten ist. Ja, den muss ich. Das Ding ist, ihr müsst nicht viel machen, außer den Bomben zum Boss schicken halt, ne? Also einfach draufkloppen. Ja, einfach draufkloppen und. Ja, okay. Okay, ihr seid halt keine Range, ne? Nee. Ist halt auch doof. Also, eigentlich. Doch, ja. Also ein bisschen. Also ein gut, bisschen. Ich hab sonst DBM an. Vielleicht zieh ich das nicht auch noch irgendwann drauf. Wenn irgendwie, dann müsst ihr auf jeden Fall auf die Bomben zum Boss kicken. Die haben so einen Pfeil okay. Echt blöd gemacht irgendwie. Ihr müsst dann echt zum Boss kicken hinkicken. Müsst auch gucken, wie er steht und so ein Scheiß. So muss das sein, Kampfrausch zu Beginn, Alter. Ja, logisch, Alter. Kampfrausch. Ja, ja. Ich hab auch gleich mal meine Ult. Todesritter Ult. Man kennt ihn, die gute alte Todesritter Ult. Ja. Hier da die Bombe auch noch zum Boss kicken, Alter. Fertig ist, Alter. Oh, scheiße, Mann. Die kommt durch. Ja, der Charmy hat nicht aufgepasst hier. Der ist einfach vorbeigelaufen, der Affe. Ja, hab ich auch gesehen gerade, ey. Hast gesehen, ne? Ja, Mann. Alles auf Videobeweis hier. Ich dachte so, er holt sie sich, dann wollte ich wohl nicht mehr holen, weißt du, dann holt er sie drin. Ah ja, hier ist jetzt eine Bombe. Kann ich mal hinlaufen. Er ist eh tot. Boots! Er ist eh tot. Das toll, so nichts bekommen hier, leider. Ich hab was bekommen, was besser. Oh, GZ, ein Finger. Schön. Würde mir wahrscheinlich eh nichts bringen, weil ich jetzt eh kurz. Geht rechts. Also hey, das macht keinen Sinn. Das ist so beides hier, irgendwie gleich. Das kann passieren. Aber wenn ich, guck mal, wenn ich beides anklicke, jeweils kommt dann ja Pfeil nach oben bei beiden. Ja, dann ist es, weil das ein Ring ist und du bei dem anderen Ring austauschen sollst und nicht den anderen. Du hast ja zwei Ringe, musst du halt den anderen austauschen. Haltet euch rechts. Ja, nicht, dass sie hier... EP ist EP, pull mal alles. Ja, Digga, ja, können wir ruhig machen, Alter, aber nicht alles auf einmal. Also okay, so, schade. Hab ich jetzt gemacht, wenn jetzt habe ich die beide ausgetauscht. Ja, siehste. Ja, müssen wir nicht unbedingt. Ich glaube, End-EP ist sowieso... Achso, wir sind jetzt ohne Random drin, ne? Das heißt, End-EP ist ja. Eh nicht. Wir kriegen jetzt aber die Quest wenigstens fertig. Die gut, Quest das ist zumindest schon mal ganz gut. Nicht.
Pizza hat die ja eh noch nicht. Nee, stimmt, die hat er noch nicht. Müssen wir gleich nochmal rein, wenn er Level 15 oder so. Wow. Anstatt wir kurz noch warten, nein, wir machen die jetzt erstmal. Ja, wir brauchen noch ordentlich EP. Wir können mal gucken, ob wir am Ende vielleicht doch jetzt End-EP kriegen. Wäre nee, nice. Nee, kriegst du eh nicht. Nee? Die haben das ja komplett umgeändert. Ich hab's gesehen, weil David auch so, welches Level seid ihr so? Ich so, ja 33. Also ja, also jetzt ist ja noch Time Walk, dann würde ich euch einfach durchziehen und so. Und dann sage ich aber, NDP ist nicht mehr, ne? Jop, dödel, Time dödel. Time Walk 33, was redest du? Nicht Time Walk, also ganz normal halt durchziehen, weißt du? Und zwar hier, Verlies vom Sturmwind, weil das am schnellsten geht. Sag ich, ja, aber NDP ist nichts mehr für uns. Geht ja, nicht. Ist doch so, ruhig nix, ruhig gar nix. Leider. Oh, ich wusste, es irgendwer pullt die, Alter. Gut, Ultimizu hatte gepullt, oder? Mein Bergbau. Dankeschön. Wie soll ich denn die da hinten gepullt haben? Ich war ja, da ja nicht mal. Na klar machst du das, ich hab's doch gesehen. Nee, ich war hier vorne, ich hab den gefightet. Bist du weit links gegangen, Alter. Kann passieren, Mizu. Der Moment, wenn der Tank oben ist. Einfach zugeben, wir sind nicht so schlimm hier bei sowas. Ja, ich sag's ja nur. Ich sag ja nicht hier, lol, kick. Lol, kick. Kick mal den Gilden-DK hier. Ist ja nicht so, dass wir in der Gruppe drin sind ja, als Gilde. Einmal bitte Schluss, Ausschuss ja. Mal. Gibt's ja auch jetzt gerade schon, ne? Hier gibt's das, glaube ich, nicht, oder? Oh, der Charmi ist auch genial, des Todes, oder? Nee, gibt's nicht. Weil ich die ja auch so rausschmeißen kann. Ja, mein ich ja. Das war ja, ja. So ein Joke, oder? Lass mich! Lass mich, ich bin, ne? Bist du eigentlich Schmied oder was bist du? Ich bin gar nichts, Alter, ich hab keine Berufe. Achso, okay, gut, weil ich die dann hier ein bisschen Berg baue. Immer schön. Er ist arbeitslos. Hartz IV beantragt. Hartz IV ist da. Diese Kackmobs, Alter, ich schwöre, die Akku hier verliert des Todes, Alter. Ja, das war jetzt gerade wegen Dings. Wegen dem Drache von mir. Der macht ja unnormal Schaden. Ja, hat man gemerkt, Alter, gleich ist er oben im Damage, oder? Alter, mit Abstand, Alter. Oh, ich bin fast down. Ja, weg von den Bomben. Ja, Digga, er steht halt vor. Er stellt sich so in die Bomben. Ja, ich bin gleich down, ne? Oh, Heiltotems oder was? Nee, die benutzt? Kannst du hier stellen, um die Dinger zu zähmen. Zu zähmen? Die zähmen. Achso. So, machen wir das doch mal, die ne? Die Dinger da unten machen, Alter. Oh. Ich lauf mal weg, ne? Ist das ein Boss? Ne, ist kein Boss. Ich müsste die kleinen Dinger da unten machen, Alter. Und unterbrechen müsste die auch, Alter. Ja, okay, mach ich sofort. Unterbricht, Alter, das Arschlecken, Alter. Ne, muss groß. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Fertig! Jetzt kommt Bosch! Gute ist der Charmi. Der Charmi hat sich gar nicht dafür interessiert. Der hat gar nichts gemacht. Der macht gar nichts, ne? Der ist so auf dem Boss. Ja, ich seh's! Warum hast du die Akku, Alter? Warum ziehst du Akku? Du hast locker gespottet. Mitsu, du hast bestimmt gespottet. 100 Pro hat einfach alles gedrückt, was gerade ready war. Ja, das darfst du nicht. Du fliegst sofort raus aus dem Dungeon, wenn du das machst. Basura hat was bekommen, was besser ist. Whisper. Das ist mein automatisches Whisper, Mago. Echt jetzt? Ist so, ja. Was ist, wenn du mit Leuten drin bist, die nicht durch sind, Alter? Nochmal. Ach so. Ja, dann würde ich. Ja, dann. Ich hab's auf Deutsch umgeschrieben, weil dann muss ich halt Englisch schreiben. So, jetzt geht's richtig los. Jetzt pull ich mal. Oh, wer war das? Ich hab nichts gemacht. Ach, der Hamster. Ja, Digga, das. Kann doch nicht wahr sein, Alter. Es kann nicht wahr sein. Erst geht er nur auf den Boss, weißt du? Dann pullt er hier die Gruppen. So, und irgendwas war gerade. Ach ja, Mitsu, bloß keinen dunklen Befehl einsetzen. Brauchst du nicht. Lest dir die Attacken durch. Du brauchst eigentlich nur 4 Knöpfe. Und zwar heulende Böe, Froststoß, auslöschen und deine 1, 2, 3. Deine 1, 2, 3. Guck mal, er schreibt. 1, 2, 3. Ja, halt die Buffs, ne? Ja, also, wenn du es nicht brauchst, dann würde ich es halt für 120 nachher schon mal nehmen. Ja, kannst du auch gleich haben, Alter. Chill. Alles gut. Alles gut, ich will ja nur sagen. Und der Priester direkt so, haha, leben doch noch alle. Was ist los, Bruder?
Das ist so geil, weißt du, er so als Heiler. Junge, mach doch, was du willst. Ich hab hier eh nichts zu tun. Ja, noch, okay. Der Dungeon hat nur 4 Bosse. Oh, ja. Ah, der geht ja richtig schnell dann. Haben eigentlich, ja, ne? Einmal kurz rum. Die, also okay. So, das geht dann ja eigentlich, ne? Bis jetzt ist noch kein Mega-Dungeon drauf, ne? Da kommt ja erst einer. Wie lange noch? Ja, keine Ahnung. Ich kann ja meinen Drache ziehen, dann haben wir aber ein großes Problem, glaube ich, hier. Ha! Ich kann nicht mitmachen, Bene. Ja, ich guck gerade in welche Richtung, aber hier geht's in keine Richtung. Ist halt ein bisschen kacke gerade. Ja, lass es lieber, bis wir beim Boss sind. Naja, ja, ich warte auch. Ja, beim Boss wird, glaube ich, eh zurückgesetzt, oder? Ist das nicht... Nee, das war nur zu einem anderen Content, glaube ich. I don't know, ist mir auch egal. Na, die Abklingzeiten. Aber es ist nur im Raid, glaube ich, ne? Ist nur im Raid, ja. Auch okay. Nur die Abklingzeiten, die über 3 Minuten gehen, nur 3 Minuten. Ja. Oh, ja! So gerade geklappt noch! Da vorne sind ja auch noch so Ads und ich denke mir, nein, nicht weiterfliegen! Stop it, now! Nein, ich bin verwandelt! Dispel, danke! Ja, das ist auch gut, wir haben echt einen guten Heiler dabei. Ja, ne, finde ich auch. Also Props an dich, falls du es irgendwann mal siehst. Ich bin ein Schleim! Sogar in Mythisch Plus, dann fällen die nicht. Gar nicht. Das sind so richtig so Lappen, Alter. Wo ich mir denke, Alter, was, warum spielt die überhaupt, ey? Beste Heiler EU West. Ich hab nicht mal Tank gekriegt, ich hab nur ein Schild und ein Schwert geholt, Mann. Ich bin nicht Fury mit dem, ey. Also Leute, wir kriegen es auf jeden Fall hin, noch heute 117 zu werden und dann mache ich auf jeden Fall noch einen Part mit der Kriegskampagne. Das geht auf jeden Fall auch noch weiter. Mich würde ja interessieren, was hier diese komischen Dinger sind, die wir die ganze Zeit aufheben. Dinger denn? Diese geschnäbelten Schleinen. Hab ich den getroffen? Ich habe absolut daneben gemacht. Man kennt ihn. Absolut daneben. Ist auch ein Boss, ne? Ja, das ist ein Boss, Alter. Wahrscheinlich nichts zu beachten, weil deswegen wird draufgezimmert. Ja, einfach aus den Voids, ne? Und wenn er diesen Blasenbalg aufmacht, Alter, musst du links oder rechts weggehen, halt. Damit du nicht. Blasenbalg! Ein Blasenbalg! Es ist einfach schlimm, dass sogar. Ja, lass mich in Ruhe, hallo, geh mal weg. Lass mich. Yo. Yo. Voll laut die Scheiße, Alter. Boah. Jetzt liegt euch down, oder? Putz! Azerit, danke! Ich habe auch Azerit. Azerite. Keiner was bekommen? Was? Echt jetzt? Hat keiner. Irgendwer hat nicht aufgehoben bei dem dann. Ein Teil müsst ihr auf jeden Fall droppen. Ne, wieso? Echt nicht? Wieso muss denn ein Teil auf jeden Fall droppen, ey? Ja, einer kriegt auf jeden Fall einen Teil. Warum? Ist ja ein Boss gewesen, oder nicht? Ja und? Das heißt auch lange nicht, dass irgendwer was droppt, Alter. Ja, klar, da, Jekogo hat was bekommen. Klar, es droppt immer ein Teil. Minimum ein Teil droppt. Doch, kannst du vergessen. Ein Teil droppt! Ach, wieso? Weil es so ist, es hat immer ein Teil gedroppt bei einem Boss. Wäre doch kacke. Kriegen wir jetzt hier eigentlich die 100k für die tägliche Stunts? Das weiß ich nicht. Ich müssen wir gleich mal gucken am Ende. Ja, wenn nicht, dann mach ich halt noch. Ja, aber vielleicht gibt's eine End-EP generell, wenn wir jetzt nur zu 5 sind, so, weißt du? Also für. Wir werden sehen, wir sind ja gleich durch. Mashallah. Ja, wenn nicht, dann mach ich ja halt trotzdem einen normalen Dungeon halt heute. So. Kannst ja auch mal, machen wir dann nochmal zusammen. Den hole ich auch mal ran hier. Wir brauchen ja, weil die 100k, die nehme ich eigentlich gerne. Oh, ich bin runtergefetzt worden, Alter. Ich wurde fast. Sonst kann ich chargen, Alter, ich schwör's dir. Ja. Unterbrechen geht nicht, gut. Ja, mein. Also, wenn ich nicht Level Up werde, dann gab's auch keine End-EP, weil ich brauche noch 60.000 EP, das heißt 60 Mobs im Grunde. Das wird ja bis zum End-EP keine 60 Mobs sein. Ach, das sind echt Mobs? Alter, was ist denn los hier? Das ist zu weit. Das ist ein Minen, ne? Naja, ich sehe schon.
Beste Mine in EOS. Das heißt, die Dateien sind im falschen Format konvertiert worden. Ich habe sie eigentlich in OGG formatiert, aber falsche Bitrate wahrscheinlich, deswegen spielt das Addon die nicht ab. Egal. Ist auch besser so, ey. Nee, ich brauch das. Warum? Das ist, es fehlt was. Es fehlt der Nervigkeitsfaktor, Alter. Ja, ja. Ich verstehe nicht, wie man so spielen kann, Alter. Das habe ich einfach schon jahrelang so drin. Dass du nicht tausend Kommentare hast oder in Videos, dass dann Leute sich aufregen. Alter, Alter. Wahrscheinlich, weil das... Ja, keine Ahnung. Dann nur taub, Alter, dein Zuschauer, Alter. Eigentlich brauche ich nur diese Crit-Sounds, sonst nichts anderes. Ich brauche nicht dieses Holy Shit. Wieso? Oder Finish him. Du brauchst gar nichts davon, Alter. Du brauchst eigentlich nicht mal den... Doch, den die Pokémon-Sound. Die Pokémon-Sounds, die brauche ich auf jeden Fall, ja. Nee. Ja, brauchst du alles nicht, Alter. Ich hab die Sounds. Irgendwas zu beachten beim Endboss? Einfach nicht in die Voids gehen, Alter. Und nicht in die Voids, wenn, okay. Wenn der Maschinengewehr macht, Alter, dann einfach mitrennen, Alter. Ihr seid ja eh Minis, Alter. Ja, okay, gut. Muss los. Ja, wenn der diese. Achso, ja gut, wir Minis. Ja, jetzt kommen die Maschinengewehrkanone, also im Kreis. Im Kreis mitgehen, Alter. Hab ich Shield. Oh oh. Kann ich einfach unter den durchlaufen? Hab ich auch gerade ja, überlegt, genau, aber... Das ist die Logik, kann ich nicht einfach unter den durchlaufen? Und jetzt müssen wir uns gleich, wenn ihr einen Pfeil über den Kopf habt, mich zurück zu den Dingern stellen hier, zu den... Spoilern da, die antanzen da gerade. Weißt du, diese komischen Spoiler. Ach so, ja. Hier. Hab ich? Wo? Wohin? Hier da, in die Mitte? So, nein, so ein Spoiler hier, da hier. Achso. Ihr habt so einen Spoiler jetzt hier. Ach, diese Spoiler. Ja, okay, Moment. Hier, guck mal da. Und jetzt weg da. Genau. Ich hatte außerdem den Pfeil über Kopf. Hä, aber bei mir war auch was. Arzeritsuche auf Nadblida hatte ich. Nein, ja, das der ist Pfeil anderes, ist... Digga. So, ich ach so, okay. Da. Jetzt hab ich's, oder? Ne, ist wieder was anderes. Nein, nee, der Pfeil ist rot und groß. Ist der Pfeil, den kann man... Ja, dann bleib ich schon mal hier bei dem Poiler. Guck mal, jetzt hat der Healer das über den Kopf. Die stehen schon perfekt, Alter, die machen das schon. Ja, ja, ich stehe ja auch hier schon, aber gut, ich brauch dann ja hier nicht hin. Nee, du musst da nicht hin. Der ist eh schon down jetzt, Alter. Ja. Der Dreck. Ah, Errungenschaft. Loot! Ja, es gab tatsächlich. Oh! Whisper! Ja, perfekt. Ich habe auch was bekommen. 281. Ach ne, das ist ein Set-Teil. Ja, ist nicht besser als meins. Ja, das, die zwei Dinger da. Wir sind, ach so. Ja, für 120 halt später, ne? Würde ich es nehmen. Das eine ist sogar kriegsgeschmiedet, ja. Geil, dankeschön. Bitte, danke. Bitte, danke. Oh, wenn ihr raus wollt, hier einfach raus, hier. Komm mal hier. Ne? Worauf läufst du denn da, bitte? Ich? Oder was? Weltquest? Er sagt irgendwie, Weltquest muss er noch machen. Ja, gut, ich hab keine Weltquest. Ich hab auch nichts. Sie ist erst mit 120. Die eine Weltquest oder was? Also, wir haben eh nichts. Boah, ich fahr da mal mit dem Ding hier raus, ne? Oh Mann, ich bin dabei. Zum Eingang wahrscheinlich gibt's dann hier, ne? Ja, wie das ausschaut. Ah, ist Alter, schon. Guck mal zurück. Bis... Hier hab ich sogar auch die Weltquest, Alter, lol. Oh, was geht jetzt ab? Anstatt hier noch kurz mitmachen, Stau. Nein, Putz, ihr macht Stau! Einfach, ihr macht einfach Lull. Assi und geht einfach raus. Sollen wir raus oder was? Ja, anstatt ihr mal mithilft hier, ne? Nein, nein. Hä? Das ist 120, das kann ich eh nicht machen. Ja, klar kannst du das machen. Du siehst es nur nicht auf der Karte. Helfen! Also, die Hälfte. Ach, ich muss nur da was töten oder wie? Ja. Ja, hey, wusste ich doch nicht. Helfen, sind die, seid ihr durch? Angst, Alter. Ja, wollte ich doch nicht, Maschallah! Okay, hier. Oh, Ehrenbruder-Basis. So, das sind wir hier. Ich und Mitsu, die zwei dummen DKs, Alter. Todesritter haben halt nichts im Hirn, ne? So, ich kann jetzt die Quest hier abgeben, Leute. Aber, wie ihr seht, wir haben keine End-EP bekommen. Ja, logisch. Logisch. Hab ich doch gesagt, von Anfang an. Erkundet die...
Achso, den habe ich erkundet, die unerforschte Insel. Hä? Hä? Habe ich das nicht fertig? Ach nee, ich muss ja, stimmt, ich muss ja noch das... Ah, ich verstehe. Okay, nee, die EP... Hä, das ist das auch nicht. Moment mal, ich habe doch gerade Riesenfluss gemacht, wo gebe ich denn das ab? Ach, da oben! Ja, warte, ich werde jetzt 117, ich bin der King des Monats jetzt gleich. Achtung. Ich will erstmal von der. Wollen wir dann einen Dungeon anmelden? Weil wenn wir gerade schon zu 15, vielleicht machen die ja mit. Binne. Was wollen wir machen? Ja, einen Dungeon anmelden. Noch einen Dungeon können wir machen, ja, so ein random Dungeon sonst. Ja, wenn wir gerade. Frag einfach mal nach halt. Achso. Noch einen random Dungeon. Du bist so ein Lappen, Alter. Willst du nicht mal hier helfen? Wir sind doch mitten in der Indie, Alter. Ich kann dir auch was abgeben. Hä, ich dachte, ihr seid durch? Warum sind wir durch? Hä, Mitsu meint, ihr seid durch? Der Lappen hat doch gar keine Ahnung. Junge, was laberst du? Die sind durch. Und ich frage hier schon, ob die was Neues machen können, Alter. Hä? Wann habe ich gesagt, die sind durch? Hä, ich sag so, ja, sollen wir jetzt noch helfen? Und du so, ich glaube, jetzt ist schon zu spät. Ja. Ja, war ja noch nicht. Sie sind ja noch am Kämpfen. Aber ja. Guck mal, der Heiler hat Bock. Guck mal, der weiß, wie es... Ich meine, wir sind zwei dumme Dickers. Sorry, ja, dass wir nicht helfen. Oh Mann, ey. Let's lappen, Alter. Was schreibst du in der Gilde? Du musst Eid machen. Ausruf, Hashtag I. Wie kommt man hier möglichst unfallfrei raus? Mit so einem komischen, was talkst du da? Siehst du, guck mal, jetzt wirst du schon reingeschrieben. So, was talkst du da? Muss groß. Er ist DK. Hol. FC halt. Gammelklasse, nicht mal das können sie. Danke! Oh Mann. So, wie sieht's jetzt aus? Weltquest durch? Nein, Mann. Immer noch nicht. Boah, weil sonst würde ich einfach random anmelden, dann würdet ihr ja eh rausgeportet werden. Ja, wir wollen die ja machen, die Weltquest wahrscheinlich. Lol. Ja, aber eigentlich ist das immer nur irgendwas töten oder so. Ein großes Ding. Ja, aber wenn wir jetzt anmelden, dann kommen wir doch eh rein, weil wir sind ja Heiler und so. Alle. Ja, aber wir müssen kurz warten auf die. Ja, deswegen, warte. Ich kann hier ja, die Hafen... Wir sind anscheinend fertig. Der Shami hat das alleine gemacht, ja? Der Shami? Ich war nicht in Range. Ich war einfach nicht in Range und dann hat er einfach die alleine nur bekommen. Oha. Also jetzt anmelden oder... Nicht, Digga. Weil sonst habe ich hier noch ein paar Sachen, die ich antöten kann. Antöten, Alter. Antöten. Das muss ich auch machen. Na, dann melde ich mal an, ne? Ja, meld an, Digga. Probier wenigstens aus der Indie raus, Alter. Ich als Tank, Alter, beste Leben, ey. 9 Jahre DD gespielt, jetzt war ich einmal Tank, ey, und obwohl die ganze Zeit Leute das Tank, Alter. Der eine hat doch nicht angenommen, deshalb der eine hat nicht angenommen. Was das? Die mag die nicht. Welche ist das? Wie heißt die? Tempel von Satrelis. Ich gucke mal, Erfolge. Der ist mir scheißegal. Der kann echt nichts aussprechen, Alter. Der Tempel ist ja auch nicht, was ist da ein Problem? Ja, bla bla bla. Es dauert die lange oder was? 3 Bosse hier und der 4. Boss da. Auch geht. Mal schauen. Ja, Mashallah, okay, machen wir ein bisschen Dungeon ja. Hier. Ich werde mit euch. Okay, lasst euch mal. Ihr müsst mal selber rausfinden, was passiert. Nein. Boss, ja, dann bleiben wir vorm Boss stehen und ich gucke mir Dungeon Compendium erstmal durch. Oder du erklärst es halt kurz durch. Nee? Nee. Echt ungelogen. Ich bin mal Mitläufer. Ja, das hast du gut, echt früh gemerkt, das habe ich eben schon gesagt, Alter. Oh, bist du Mann, Alter. Mitläufer mit meisten Schaden. Mitläufer mit... Er ist der Mettläufer, weißt du, er ist die ganze Zeit... Mettläufer! Mettläufer, Alter. Er sieht auch so aus, als wenn er zu viel Mett ist als Panda, ey. Der Mettläufer. So fett bin ich gar nicht. Du bist Pandare. Jeder, der Panda spielt. Warte mal, ich habe auch einen Pandare als Abschnitt, glaube ich. Ich kann mich so zu einem, wie heißen die nochmal von der zeitlosen Insel da eigentlich? Scheiße. Nee, die hießen anders. Königliche? Nee, die hießen doch anders da von der Insel, von den zeitlosen Insel da. Wie hießen die denn da nochmal? Immer diese Ausreden. Dank der Blutelf, weißt du. Mal schnell durchskippen, vielleicht finde ich das hier. So, einfach mal schnell hinterher. Lass Miranda. Lass Miranda.
Ich will mal wissen, wie er das macht, Alter. Ist das ein Boss? Ja. Ja. Okay. Ich glaub, sonst hätte er ich würde erstmal nur draufkloppen jetzt und warten kurz. Ich bin down. Ja. Hey. Du bist down? Nein. Man geht halt eigentlich auf den, der nicht das Schild hat, ne? So, erstmal das. Na, ich bin jetzt auf einem hier drauf. Keine Ahnung, ob der das Schild hat, aber ich glaube nicht. Doch, der hat das Schild. Das der hat das Schild. Ding. Gut, dann würde ich sagen, wechsle ich mal. Nein. Er sagt immer, ich bin down und... Er sagt das immer, Alter. Weißt du, wir waren immer sagen, Wald, da greift ihn irgendwas an. Oh, ich glaube, ich bin down. Dann kommt der Heiler von mir so, putz! Alter, ich schwör's dir, ich bin so mythic geschädigt, ne? Echt, bei diesen Bossen, da werden die alle schon tot, Alter. Alle tot. Nach 3 Sekunden werden die alle tot. Weil ich keine Ahnung habe von den Bossen, weißt du? Ey. Weil ich hier mythisch plus 10 rein... Da! Alter, und creep, himmlischen Alter, Verteidiger. Ja, da habe ich das Medaillon. Jetzt bin ich auch Panda. Jetzt bist du auch plüschig. Wo hast du das denn her, Alter? Das, wie gesagt, zeitlose Insel kannst du da kaufen, wenn du Ruf hast so, für kaufen, zeitlose Alter. Münzen. Zeitlose oh, Münzen. Ich hab mir da nie Scheiße gekauft, oder? Danke! Der dicke Panda. Schon? Schon weggestoßen. Ich habe kein Ziel. Ja, die weiblichen Pandas sind ja nicht so. Jetzt dick. Bin ich auch ein dicker Panda. Ja. Ist hier irgendwas untot? Alles Wildtiere, ne? Ja. Nein, hier ist nichts untot, Mann. Ja, ich will irgendwas als DK einfach putzen, weißt du? Ja, da müsst du Alter sagen gehen, Alter, da hast du was. Ach, jetzt bin ich nur dick, aber kein Panda. Oh, ich bin doch ein Panda. Ich bin ein himmlischer Verteidiger. Nee, nur dick. erstmal aufsehen und falschen Knopf gedrückt. Welche Berufe lohnen sich? Kondom, Geschmackstester. Achso. Seit wann hat man... Ich vergesse immer das G. Seit wann hat man beim Blasen ein Kondom drauf? Alter. Seitdem es AIDS gibt, Alter. AIDS überträgt sich ja auch so easy durchs Blasen, ne? Ja, scheiße, das. Also, was, Alter? Hier. Alter? Nein? Wenn der Typ abwächst, Alter, und in deine Fresse wächst, Alter. Ja, okay, das ist was anderes. Ja, oder? Das ist so, Digga. Ja, wenn der Typ abwächst. Du kommst direkt in den Ausdruck, wo ich mir denke, noch ist es jugendfrei. Jetzt kann ich es nach 18 markieren hier. Oder YouTube macht's von alleine. Es ist so, Leute. Es ist so, ich habe mir letztes Mal meine Einnahmen angeschaut, ne? Es ist wirklich so. Je mehr Beleidigungen in einem Video auftauchen, desto weniger ist die CPS. Klicks per. Sold oder sold per se. Keine Ahnung, auf jeden Fall, man kriegt weniger Money pro Klicks, als wenn es ein schönes Video informativ ist und ohne Beleidigungen so. Weil. Ja, Digga, dann musst du nicht mit mir ein Video machen. Mit Darius funktioniert das also schon mal nicht, da sind wir bestimmt ja. Unter einem Euro. Ich bin halt die ganze Zeit mit Dave, ne? Und das ist halt so ein bisschen. Das ist richtig heftig, wie ihr euch immer abkackt, Alter. Ohne Witz. Ja, aber das ist ja auch liebevoll gemeint, alles so. Aber mich würde auch mal interessieren, wie das überhaupt funktioniert, so. So, wenn ich jetzt die ganze Zeit ein Schimpfwort sagen würde, ja? Wie wird das dann erkannt? Weißt du, nachher gucke ich so ein Video und dann nur 60 Cent so pro 1000 Klicks oder so. Ich habe ein Video, ohne Witz, Leute, ich habe ein Video, das hat 30 Euro CPS. Das heißt, ich krieg pro 1000 Klicks 30 Euro bei diesem Video, weil das informativ ist. Übrigens, der erste Part von Fortnite, ja, nicht pro Klick, pro 1000 Klicks. Also es wird immer 1000 Klicks gerechnet per Werbeeinnahme. Na, das wird zu heftig. So, ich habe mal geguckt, bei dem ersten Part von Fortnite habe ich einen CPS von 6 Euro. Könnt ihr euch ausrechnen, was ich mit dem Video verdient habe? Ja, ich weiß ja nicht, wie viele Klicks das hat, Alter. 600.000. Was? Ja. Ja, läuft bei dir, Alter. Aber andere Parts haben wieder nur 3 Euro, weißt du? Oder 2,50. Also es ist immer unterschiedlich. Das kommt halt immer drauf an, wie ist das Video gemacht? Hat es viele Beleidigungen? Hat es keine Beleidigungen? Und so weiter und so fort. Wenn er hätte der Part 30 Euro wie bei deinem AMG, Alter. Boah, dann wäre ich jetzt, hätte ich jetzt mir ein AMG kaufen können, wie bei SkyGuy, Alter. Ich kaufe mir Mercedes, Mashallah, 100.000 Euro. Guck so. Neupreis 70.000. Wo ist das Problem? Hat Montana ihn schön aufgedeckt, den kleinen Juan, ne? Hallo, Schlange. Hallo. Hallo, Schlange. Schlange macht Bobba. Genau, machst du so.
Ja, das Ding ist, egal, das ist eh alles NRC. Egal, alles, was ich sagen kann, man alles ignorieren, Alter. Ja, chilliges Heilen, ich kann dabei sogar mal rauchen. Ja, geil. Ja, ist so. Immer diese Raucher. Mit, rauchst du nicht, oder was ist los? Nein, Junge, was bei euch los? Voll die Verschwendung, Mashallah. Dafür könnte ich mir monatlich ein Spiel holen, was ihr verraucht. Ist so, ich hab damals zum Beispiel, das war wirklich so, damals durfte ich WoW spielen, mein Bruder aber nicht, eigentlich, aber ich hab's ihm trotzdem nochmal gekauft. Ich durfte es mir finanzieren, weil ich nicht geraucht habe, weißt du? Ich durfte die 30 Euro für das Spiel monatlich ausgeben damals. Und, ja, schlimm, dieses Pack. So, und mein Bruder hat halt geraucht und WoW gespielt und das war halt natürlich teuer, ne? Ist ja immer noch so. Dafür gönne ich mir halt jetzt, wie man meiner Fettleibigkeit sieht, auch mal ein bisschen was anderes. So wie Mike und Dave, Alter, die rauchen richtig viel, ja, das ist schon krass, ja. Die rauchen ja so viel, Alter. Ich rauche ja schon irgendwie maximal jede Stunde und das ist auch schon ganz selten, Alter. Ja, die rauchen, glaube ich, in einer Stunde. Die rauchen pro Stunde, glaube ich, so 2-3. Ja, siehst du, das ist schon hart, Alter. Aber die machen ja selbstgestopft, ne? Also die machen ja immer, das sind ja diese kleinen, die sind ja schnell weg. Aber, ja, ich dreh mir auch immer selbst, ne? Aber trotzdem, also ich brauche für einen Beutel brauche ich eine Woche, ja. So. Ich weiß nicht, ich will gar nicht wissen, wie lange die brauchen, Alter. Für einen Beutel, ey. Der Boss braucht mal ein bisschen länger hier. Ist mal ein bisschen Phasenreiniger hier. Ja, aber trotzdem bringt der Digga, ich schwimme, mach immer mal Boss, Alter. Boah, ich krieg nie irgendein Rüstungsteil gerade die ganze Zeit. Oh, Azerit. Whisper! Was will ich denn damit eigentlich, mit diesem Azerit? Finger, Ausdauer, Vielseitigkeit, Meisterschaft. Ja, brauche ich ja Meisterschaft, oder? Am Ende? Bene, was kann ich eigentlich mit diesem Azerit machen, was ich da immer bekomme? Azerit, das geht automatisch auf deinen Hals. Das Hals wird dann immer stärker. Das Hals. Das ist das Beste, wo gibt das Hals. Das Hals wird immer stärker. Ja, weil das Artefakt macht. Weißt du, da kriegst du Stirnacken, weißt du? Der Hals wird stärker. Haben die jetzt auch noch darauf, die Dame am Straßenrand machen, sowas hab ich vom Freund gehört. Oh Mann. Weiß ich so, wozu braucht man beim Blasen noch Kondom? Und dann schreibt der eine so, die Damen am Straßenrand machen. Das habe ich von einem Freund mal gehört. Von einem Freund, genau! Ja, ja, was los? Oh, oh, da kriege ich einmal Schaden gleich. Egal, an die magische Hülle und los geht's. Ha, am Arsch. Oh Mann, ey. Dafür haben wir unsere antimagische Hülle hier. Für nichts anderes. Ich könnte eigentlich auch mal unterbrechen, ne? Könnte, hätte. Nee, geht könnte. Gar nicht bei dem. Warum geht's bei dem nicht? Was hat er gerade gecastet? Ladung einsammeln. Das ist doch eigentlich ein Cast, oder? Nicht? Ladung einsammeln, ne? Ja. Castet er jetzt zumindest. Ladung ansammeln. Ja, aber wenn ich das versuche zu unterbrechen, geht nur. Ladung entfesseln macht der andere. Ach so. Der kleine Schlawiner. Nee, kann ich nicht unterbrechen. Cool, richtig, das. Jo, bist du immer, wie immer, ne? Er ist down, Alter. Der ist immer down, Alter. Ist so, richtig. Das darfst du nicht. Du bist voll, das ist voll der Anti-Mate, ey. Was denn? Wenn ich nur 40k hab, dann denk ich, ich bin fast down. Oh, guck mal, eine M4 in lila. Ja, du hast nur 60k. Gibt's gar nicht, ne? M4 in lila. Eine M4 in lila. Also, warte mal kurz. Ich kann mal hier eigentlich mal meinen Superscan durchschnabbeln für die Gilde. Jetzt um die Uhrzeit, 20 Minuten. Oh, ich muss mal ein bisschen leise sein, mein Bruder schläft schon. Also Leute, wir flüstern jetzt mal ein bisschen. Nein, bin ich kein Jahr mehr, da muss ich absolut los. Da musst du absolut los. Mike und Dave verstehe ich das ja, ne? Aber bei dir, Alter. Bei mir? Ja, Digga, ist noch Wayne, Alter. Naja, ich bin, wenn ich ein bisschen, ich könnte die Tür zumachen, sonst kommt David vielleicht rüber und so. Geise. Da, Mike muss ja morgen noch arbeiten, der Arme. Das Leben, Alter, ne? Manche Leute müssen arbeiten. Aber dafür gönnt er sich auch hart, ne? Kommt hier mit einer RTX wieder zu nach Hause, weißt du? Und ich denke mir so, okay. Mein Bruder kriegt eine 1050 Ti. Ich mehr brauch, Digga, krieg ich die, Alter. Aber ich ach, was? Hat er geschrieben oder was? Ja, ich will die eh nicht haben. Ich bin ganz was zufrieden, solange es geht, Alter. Ja, hab ich auch zum Beispiel. Er wollte mir die nämlich auch holen. Dann sagte ich, weißt du was? Bringt mir jetzt gerade nichts, weil ich habe geguckt, 1070 und RTX 2070. Unterschied in Spielen sind so 10 bis 15 FPS und das ist mir 600 Euro sicher nicht wert. Ja, moin. Ja, das Ding bei mir ist, ich habe eine 69 noch so, ne? Dann halt eine krasse Verbesserung so, aber... 69, ja, die hatte David ja auch da, vorher. Bei mir läuft halt, bei Dave war ja alles im Arsch irgendwie, die hat ja richtig gesponnen bei mir. Der FPS irgendwie von 2 oder so, irgendwie im Raid und so. Ja. Weißt du? Ich hab, bei mir läuft alles perfekt, ich hab hier FPS im Raid habe ich immer so 40 mindestens. Dauerhaft so um die 80 bis 100. Ja, ich hab die ja eingestellt auf meinen Bildschirm, ne?
Bei maximalen FPS immer 60. User hat den Channel betreten. Aha, wie geil! Ich habe ja gerade eine Gilde-Einladung verschickt. Der war am Kämpfen. Jetzt hat sein DBM mir DBM geschrieben, dass er besiegt hat. Dann hat mein DBM ihm geschrieben, dass ich im Kampf bin. Das ist so geil! Weißt du, DBM macht hier so einen auf DBM zu DBM. Eigentlich oh, Whisper. Ja, war ja klar, Alter. Ich schwör's dir. Du hast ja schon alles. Du hast dich bestimmt ja, so richtig, hä? Simon. Simon. Ist auch wieder da. Oh, Evergreen, du geile Sau. So, okay. Antimagische Hülle und durch da. Ich bin so scheiße, ich komm da nicht durch. Ach ja, deswegen. Ich hab's nicht. Ich hab's gerade nicht frei. Hab's geschafft. Ja, jetzt kommen ein bisschen hier die Rätseln, Alter. Die Rätseln, Alter. Die Rätseln. Rätseln. Pasura läuft einfach so durch, wird ein bisschen langsamer und ich kriege hier gar keinen Schaden. So muss das als Tank sein, Alter. So haben die Tanks ihre Aufgaben, ey. Hörst du mal auf zu casten? Genau zum Ende, weißt du, habe ich gedrückt. Hat verkackt. Hat verkrockt. Hat Krümel besiegt, ja. Jetzt bin ich wieder hier. So, hier Alter. Links bist du, links. Ja, da habe ich was zum Anklicken. Meins. Der Shami nimmt's, weil der wird nicht verlangsamt. Also. Ja, der wird des Todes verlangsamt durch die Kugel. Der Shami wird halt nicht verlangsamt, wenn er in der Geistform wird. Oh mein Gott, was hat der denn da noch gepult? Jetzt hast du ein großes Problem, Tank. Nö, die machen überhaupt keinen Schaden, Alter. Achso, okay. Ha! 30k DPS, was macht ihr jetzt, hä? Ja, das ist so easy bei denen, Alter. Ich weiß. Warum nehmt ihr die Kugel, Alter? Ah, wie behindert? Hä, das ist der Shami. Ah, ach so, so eine schlaue Katze. Na, wobei, ist ein Wolf, ne? Wobei, ist ein Wolf. Schlaue Katze, was ist das, ey? Jetzt ist hier wahrscheinlich wieder ein Kugelfuzzi, Alter. Kann das sein? Oh, ist geil, ja. Kann es sein. Ja, da kommt der Kugelfuzzi, Alter. Da kommt der Kugelfuzzi. Der Kugelwächter. Der nimmt die Kugel immer an sich. Der hält den Hey, Hamburg. Das ist meine. Unsere Kugel. Oh, schmeiß, Alter. Hallo. Oh, hallo. Das Fettnäpfchen ist aufgegangen. Ich mach's wieder zu. So. Kann ich's wieder zumachen? Ich will's zumachen. So, nicht hier. Ich will nicht. Den nicht pullen, Alter. Okay, egal. Dann pullen wir den halt auch noch. Scheiß drauf. Und hier, Mr. Pulli. Mr. Pulli 3000, Alter. Jemand Ehering von mir. Ich. Ausdauermeisterschaft. Hab ich ihn doch angeflüstert? Was ist sein Problem? Hab ich ihn deswegen nicht angeflüstert, Hamster? Hab ich dich ja gar nicht für angeflüstert, ne? Den hab ich ja auch bekommen. Nee, ich habe eine Sandsteinwand bekommen. Ja, du hast das andere. Da hab ich dich auch angeflüstert. Achso, das flüstert jemanden direkt an, wenn er was bekommt, oder wie? Wenn er was bekommt, was er nicht selber braucht, was bei mir aber besser wäre, dann kann ich beim Addon einstellen und dann auf den Button drücken und dann flüstert er die Leute an. Oh, nicht gelesen. Ja, Hamster. Also, sogar nicht nur Fett. Oh, Digga. Vielleicht sind die ganzen Finger. Guild-Mates, Alter, ich will. Sondern auch noch Fett Finger. Irgendwann geht die aus der Gilde, Alter, weil die denken, du bist voll der miese Hund. Ich bin voll der miese Gildenmeister, Alter. Braucht der Panda noch eine Brille? Ja, Kurzsichtigkeit, Alter. Hä, guck mal, ich bin immer noch der Panda. Wie lange hält denn das? Noch 3 Minuten. Hab schon eine. Oh, Kampf geht los, Alter. Was ist das? Hier, rauf da, Alter. Raufklatschen und so. Ja, raufklatschen. Einfach raufklatschen. Rinn in die Alter. Klatsch die Tante weg. Klatsch die nächste Tante weg. Ich bin down. Als Maul. Junge, nein. Bist du gar nicht. Jetzt hat er wohl nicht geheilt. Alter, warum haben wir wohl einen Heiler hier? Ja, also damit ich down gehe, ne? Ich bin down, Muss los. Oh, jetzt hier, muss groß, hütet muss los. Euch. Hütet euch. Das Groß muss los. Hier, da, boom. Und jetzt hier hoch die Kacke. Achso, er muss den heilen. Ja, gut. Ja. Warte, kann ich auch? Ah, ne, ich hab Trommeln der Wut. Das bringt natürlich nichts. Oh, gleich nächste Runde. Okay. Jetzt kann er ihn nicht mehr heilen? Nee, das geht immer nur, wenn die alle down sind, ne? Da kann man so cool einen. Achso, also geiler wäre es ja eigentlich, wenn die jetzt gerade da rauf machen, so Damage machen würden, dass er wieder runter geht. Aber man ihn trotzdem vielleicht heilen könnte halt. Nee, dann wäre es ja zu schnell vorbei hier, Alter. Ja, das stimmt. Weil wenn du jetzt mal ein paar Klassen dabei hast, die alle heilen kannst. Ja, das stimmt, ja. Nicht nur der Healer den hoch. Irgendwie so drei Dudus oder so, alle Verjüngerung drauf. Verjüngerung, ja genau so heißt das.
Ja, das heißt doch Verjüngerung. Nein, das heißt Verjüngung und nicht Verjüngerung. Hä, willst du mich jetzt verarschen? Das heißt doch Verjüngerung. Nein, Mann, warum Verjüngerung? Das heißt Verjüngung? Verjüngung. Verjüngung. Ja, das kann sein. Oh komm, was ist denn? Der hat... Oh, 2k fehlen ihm noch, Alter. Nee, er steht doch unten. Achso. Der ist schon da, Alter. Müssen wir den töten? Eine Phase ist immer am Ende die Phase. Achso, okay. Einmal einen Down machen, Alter. Ey, lol, meine Tempo ist erhöht. Mashallah, geil, danke. Ja, ne, kein Problem. So, irgendwie Evergreen so aus dem... Ja, aus der Ecke so. Ja, ich bin auch da, ne? Merkt ihr gar nicht. Ja, er kann gleich mitgehen hier. Der gute. Ich hab noch Folgen bekommen. Hä, das war's schon? Das war der Endboss? Ja. Easy. Drisikisibisi. Whisper! Nein, Spaß, kannst du behalten. So, bitte hier. Ey, ich brauch das ja nicht mal, Vene. Aber ich auch nicht, oder? Brust hab ich auch 280. Warte kurz. Ne, hab ich. So, jetzt handel ich noch mit dem. Wo ist der Hamster? Da ist der Hamster. Ich bin den gefangen, bleib Hamster. Das heißt, oder hat der Hamster mir das gerade gegeben? Ne, hat er nicht. Oh, Übergriff ist jetzt, oder? 21 Uhr hab ich doch gesagt, jetzt noch, oder? Ja, was macht der? Er will mir einen Kupfer geben. Was ist mit ihm los? Ja, genau, Übergriff ist jetzt gerade, Alter. Ein Kupfer? Ich bin weg, Alter. Ich mach Übergriff. Was ist los? Wo müssen wir? Ich brauch den Ring. Dann willst du es noch aufnehmen, Alter? Also, ich würde jetzt wahrscheinlich den Part gleich beenden, sonst. Ja, dann mach das mal. Ein Kupfer, er will mir einen Kupfer geben. Was machst du, Übergriff? Was ist Übergriff? Das ist auch WoW? Nee, ja, klar. Ist das über WoW, Alter. Ja, wusste ich doch nicht, keine Ahnung. Invasionen. Ach so. Gelten die auch für uns, oder? Nee, die kann man erst machen, wenn man 100 hat. Genau, und dann könnten die Twinks das machen, ne? Genau. Was? Nee, du hast mich beleidigt, jetzt bin ich ein trauriges Panda-Bärchen. Oh! Warte, ich mach es wieder gut. Keine Ahnung. Ich hab noch hier beladen von Boralos M4, falls ihr Bock habt. Ja, das geht auch mit 114, 118 und so an. Da weiß ich nicht, ob das geht. Nee, das geht nicht. Bitte umfassen. Das weiß ich doch nicht. Ja, ich mach jetzt erstmal einen Übergriff, Alter. Erst ja, okay, mach das, alles klar. Mit dem guten alten Simon, Alter. Ja. Beste Leben. Warte mal, hab ich hier nicht so eine Bank, so eine Liebesbank? Wo ist die Liebesbank? Liebesbank, Liebesbank. Scheiße, wie hieß die denn? Ich hatte das als Spielzeug. Da kannst du dich dann draufsetzen und dann kommt so ein Herzchen, wenn man sich nebeneinander setzt. Das ist ja eklig. Wie hieß die denn? Scheiße, hab ich gar nicht mehr, oder? Kill him, Alter, come on. Gib mal einen, Liebesbank. Liebesbank? So, wo ist denn der Übergriff nochmal? Er ist... Picknickkopf für Verliebte. Aber ach, die Bank habe ich nicht mehr. Ja, egal, machen wir so, Mashallah. Doch klar ist er hier noch. Simon! Turm Sanktal? Ja, Mann, du musst nach unten. Hä, Hamster ist doch hier! Achso, ich dachte, es ich komme. Ja! Zwei Minuten. In zwei Minuten? Warum zwei Minuten, Alter? Komm ran jetzt! Ich such diese scheiß Liebesbank, wo ist denn die? Das kann doch nicht wahr sein, dass die weg ist. Es gibt eine Ausrüstungstour wieder, geil. Die haben immer so komische Namen, ne? Warte mal, ich finde die noch. Ich will endlich mal wieder Arzeritkosten haben, Alter. Er wird intim hier. Okay, warte, jubeln. Intim. Wo ist denn diese Liebesbank, verdammt? Oder war das ein Item? Ne, das war ein Dings. Und das wird jetzt lustig wieder mit den Alice, ey, beim Übergriff. Hast du den Part schon beendet, Alter? Ich hab auch. Nee, noch nicht. Warum? Soll ich beenden? Ich will noch die Liebesbank finden. Moment. Wo ist diese scheiß Liebesbank? Ja, das ist das Liebeskorb für Verliebte, so irgendwie. Keine Ahnung. Da! Kuschelsofa heißt das. Kann ich nicht hier verwenden. Oh nein! Ja, dann soll er rausgehen. Ein kuschelndes Ledersofa. Mach's dann. Dann sag ich so rausgehen und dann mach's dann. Was machen wir jetzt so? Also, ich würde jetzt weiter leveln. Eventuell. Mit jetzt Mitsu. Ehrlich, Alter, dann wird's richtig geflame geben, dann ist dein Video. Aber danke Arsch, für die Runs. Und ist auch gleich, 100. So, Instanzgruppe verlassen. So, Freunde, ich würde sagen auch dann hier bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Tschüss. Wollt ihr nochmal Tschüss sagen? Ciao. Tschüss.